Apple Digital, Autodesk Gameware, Square Enix, IDOX Montreal, Nexus. Ja, und damit herzlich willkommen zu einem neuen Projekt auf meinem Kanal namens Deus Ex Human Revolution. Ne, ohne S. Director's Cut. Ja, dieses Spiel wurde mir empfohlen. Ich habe es mal angetestet, wie man hier so schön sieht. Und es ist... Ja, ich weiß gar nicht, was es genau ist. Also in den ersten halben Stunden, was ich jetzt mal getestet habe, war es so ein bisschen... Ja, eine Mischung aus... Ein bisschen wie Dishonored, aber auch Splinter Cell. Irgendwie sowas wird es sein. Machen wir uns nichts vor, ich bin nicht gut in solchen Spielen, deswegen werde ich das auch nur auf Normal spielen. Also jetzt nichts mehr super Hardcore oder sonst irgendein Gedöns. Und erwartet nicht zu viel. Hobby? Nur für Gelegenheitsspiele? Nee, wir nehmen schon normal. Wenn es zu schwer wird, ich hoffe, dass man das umschalten kann. Wenn nicht... dann werden wir es ja sehen. PDAs enthalten häufig Zugangsdaten oder Passwörter. Ah ja. Also immer schön lesen. Ist alles vorbereitet? Fast. Was soll das heißen? Fast. Ich habe mit Montreal gesprochen. Die Sendesatelliten sind bereit, wenn wir sie brauchen. Ein paar unruhige Wochen und die Öffentlichkeit ist reif für den Rückruf. Und die Kliniken? Wir kontrollieren ihre Finanzen. Sie werden tun, was wir sagen. Wir sollten trotzdem das Referendum abwarten. Wir haben keine Zeit. Der Wissenschaftsausschuss tritt nächsten Monat zusammen. Aber die Meinung der Delegierten verschiebt sich. Ich bin sicher, wenn etwas mehr Zeit... Nein. Mit der Veröffentlichung dieser Entdeckung zwingt uns Seraph zum Handeln. Die Welt ändert sich nicht über Nacht, nur weil David Seraph das möchte. Außerdem können wir nichts tun, bis unser Biochip fertig ist. Sagten Sie nicht, er wäre fast fertig. Es war schwieriger als erwartet, die richtige Nervenschnittstelle zu finden. Dank David weiß ich aber inzwischen, wo ich suchen muss. Okay. Und in Washington versammeln sich heute Abend die Massen weiterhin vor dem Kapitol. Sie fordern, dass der Kongress die Veränderung der Fähigkeiten des menschlichen Körpers strikt reglementiert. Dies ist eine Reaktion auf die Behauptung des Biotechnologie-Experten David Seraph, sein Unternehmen habe einen Weg gefunden, human kontrollierte Evolution für alle zugänglich zu machen. Wissenschaftler von Seraph Industries treffen morgen in Washington ein, um ihre Aussagen zu untermauern. Aber heute Abend... Ich bin Eliza Kassan mit einem Live-Bericht für Pikes. Bei allem Respekt, Major. Ich will, dass zwei Sicherheitsleute uns erwarten. Auf dem Vorfeld. Nein, wir gehen nicht durch den Terminal. Viel zu gefährlich. Ja. Freut mich, dass Sie das verstehen. Gute Nacht. Idiot. Stimmt was nicht? Bei mir ist alles klar. Aber wenn Sie weiter so an der Kette ziehen, Dr. Reed, wird sie noch reißen. Komm schon, Mac. Du hast schon öfter deine Forschung verteidigt. Das war was anderes. Damals ging es nur um Theorien. Aber diese Entdeckung, Adam, ist was Großes. Wie Kepler. Wie der Stein von Rosette. Und wo liegt das Problem? Sie wollen wissen, wie ich drauf gekommen bin. Megan, unser Flug nach DC geht in... Adam, Sie sind auch da. Gut. Brauchen Sie was, Boss? Ja, ich möchte Ihr Sicherheitskonzept für Washington durchgehen, bevor wir abfliegen. Sind Sie und Ihr Team bereit, Megan? Gleich, David. Wir gehen nur noch mal die Daten durch. Dann aber flott. Wir müssen erst mal in Washington sein, bevor Sie diese staatlichen Alleswisser verblüffen dürfen. Ich hasse es, wenn er sowas sagt. Komm,
Ich gehe ein Stück mit dir. Ja. Und damit nochmal herzlich willkommen zu Deus Ex. Ich sag euch gleich, ich habe noch... Wartet, Adam. Wir sollten aufbrechen. Ja, sofort. Ich habe noch nicht einen Teil davon gespielt. Also ich habe keine Ahnung, worauf ich mich überhaupt einlasse. Es kann nur schief gehen. Und ja. Ich gehe davon aus, dass ich viel laden werde. Viel fluchen, viel schreien. Ein Faxgerät. Hauptsache Zukunft. Das hast du noch. Es war ein Geschenk bei unserem ersten Date. Ein totaler Spontankauf. Ein Scherz. Es hat funktioniert. Ich habe dir verziehen, dass du mich in so einem Ding abgeholt hast. Aha, okay. Auf sowas stehen die Frauen also. Kleine Spielzeugautos. Ja, gut. Was soll's hier geben? Was haben wir hier? Bitte, Adam. Boah, ich bin schon nervös genug. Ja, nur warte doch kurz. Sei doch nicht nervös. Was haben wir denn hier? Patient X? Das ist unwichtig, Adam. Nur ein Teil der Forschungsarbeit. Komm, wir müssen wirklich gehen. Subjekt X. Notizen. Die DNA-Analyse. Genommen Probe zeigt einen ungewöhnlich hohen Anteil mutagener Chemikalien innerhalb des Primärstrangs. Ich dachte, Frauen würden immer die Männer warten lassen. Ja, ich muss doch mich noch schön machen für dich. Diese scheint allerdings unproblematisch zu sein. Tatsächlich ist X offenbar gesünder und widerstandsfähiger gegen Infektionen als die meisten anderen Subjekte als eines Alters im vergleichbaren ethischen Hintergrund. Dies basiert allerdings zugegebenermaßen ausschließlich auf persönliche Beobachtung. David wartet, Adam. Wir sollten aufbrechen. Ja, David kann auch noch eine Minute länger warten. Da X Krankenakte bzw. Amnesie derzeit nicht verfügbar ist. Amnemnese, nicht Amnesie. Anamnemnese. Amnese. Ja, ihr könnt ja selber lesen, was da steht. Mein Gott. Und hört zu grinsen, ist nicht lustig. So. Weitaus bemerkenswerter ist jedoch die Reaktion der isolierten in der P-Dot-Cluster initiierten Chemikalien. Ich überhöre dich einfach. Nach weniger als 24 Stunden hatten sich sämtliche künstliche Materialien innerhalb des Clusters mit einer robusten semipermeabalen Membran aus körpereigenem Neuralgewebe des Subjekts verkapselt. Faktisch werden die Eindringlinge also als Bitte, Teil Adam, des Nervensystems des Subjekts getarnt. Jaha. Die Tests sind zwar noch nicht abgeschlossen, aber ich denke, aus dieser einzigartigen DNA gebildete P-Dot Cluster werden für die menschliche Immunsystem nicht wahrnehmbar. Ja, und wenn ich eine Waffe hätte, würde ich dich mal ganz kurz außer Gefecht setzen. Die Grenze zwischen Nervensystem und Extremgerät würde so weit verschwimmen, dass keinerlei Gilargewebe gebildet würde, dann wäre kein Neuropozyn mehr nötig. Kein blassen Schimmer, worum es da ging. Was haben wir denn hier? Kommst du? Ja, eine Sekunde. Washington bereitet sich auf historische Anhörung vor. Teilnahme an Doros. Teilnahme Doros an Washington. Wissenschaftsdebatte fraglich. Die Polizeikräfte rechnen morgen mit massiven Demonstrationen auf den Nationalmall. Bereits heute reisen zahllose Demonstranten in den Bussen an, die dem Aufruhr der Humanitätsfront gefolgt waren. Bitte, Adam, ich bin schon nervös genug. Ja, nun lass mich doch so eben. Telefon. Zur Debatte steht ein angeblicher Durchbruch in der Humanitarisierung, die von Dr. Megan Reed und ihrem Forschungsteam bei Xerif Industries gemachten Entdeckungen deuten darauf hin, dass die Verbindung zwischen menschlichem Gewebe und mechanischen Elektroden durch adaptive DNS-Verschmelzung gestärkt werden kann. Diese Entwicklung könnte ein Einsatz des Neuropozin eines äußerst kostspieligen Medikaments, das exklusiv für
was für Salif hergestellt wird, unnötig machen. Sollte diese Entdeckung bestätigt werden, könnte dies die Kosten für die Augmentierung beträchtlich senken, deren gesundlichen Risiken minimieren und damit zu einer weitestgehend Liberalisierung des umstrittenen Technologie führen. Die Augmentisierungsgegner wollen den Einsatz der Technologie hingegen zu ethischen und moralischen Gründen verbieten lassen. Er hat auch ein Telefon geklingelt. Geh doch mal ran, Schatz. Komm schon, trödel nicht so. Was haben wir denn hier? Du solltest dir wirklich angewöhnen, deinen Computer zu sperren, Mac. Ich weiß. Frank sagt mir das auch ständig. Ja. Ruf mich an. Megan, Schatz, warum gehst du nicht ans Telefon? Ich hab's bei dir zu Hause und im Büro versucht. Ich habe der Dame am Empfang bestimmt eine Bitte, Million Adam, Nachrichten hinterlassen. Ich bin schon nervös genug. Sie nicht vor. Langsam mache ich mir wirklich Sorgen. Als du mit Adam zusammen warst, wusste ich wenigstens, dass er dafür sorgt, dass du genug isst. Hast du vielleicht einen neuen Mann gefunden, der sich um dich kümmert? Oder vergräbst du dich wieder in Arbeit? Wie die Mutter, so die Tochter, was? Aber im Ernst, ruf mich im Labor an. Ich will nur wissen, ob du okay bist. Mom! Hm. Und ich dachte, Frauen würden immer die Männer warten lassen. Washington, wie gesagt, Megan, vor solchen Fragen sind sie gesetzlich geschützt. Firmengeheimnisse, ärztliche Schweigepflicht. Suchen sie sich was aus. Sie haben Denzel und die Rechtsabteilung im Rücken. Sobald sie Fragen stellen, ist er zur Stelle. Halten sie sich nur an die Forschung. Dann passiert ihnen nichts. David, ich habe Angst. Was ist, wenn sie mich fragen, woher ich die erste Probe hatte? Was ist, wenn sie mich nach Patient X fragen? Ich weiß nicht, was ich denen sagen soll. Aha. Megan, du bist für 3 Tage weg, oder das dürfte kein Problem sein. Bring einfach die Schlüssel vorbei, bevor du abreist. Ich habe ein kleines Problem. Die Hundegrippe ist voll und ich habe niemanden, der sich um Kubrick kümmert. Hast du Zeit? Sonst ist Adam immer eingesprungen. Immerhin ist Kubrick auch sein Hund. Aber das war mal. Sag ja bitte. Er ist so ein süßer Hund. Hey, hör auf, meine E-Mails zu lesen. Ja, ich lese sie doch gar nicht. Genetisches Wunder? Hey Megan, ich weiß, Sie hatten einige Fragen zu den Dateien, die ich geschickt habe. Sorry wegen dem Fehldiagramm, aber die Probe war sensationell. Bitte, Adam, ich bin schon nervös. Ich bin jetzt noch richtig aufgeregt. Sie können mir vermutlich nicht sagen, woher Sie kommen, oder? Meine ursprüngliche Analyse lässt sich wie folgt zusammenfassen. Ja, die DNA-Proben sind bemerkenswert. Und wir hatten unglaubliches Glück, den Grund dafür zu finden. Wir haben mit dem neuen Chaos-Modell Geomatrix von Versailles gearbeitet, die mit Hilfe der Fraktalmathematik genetische Mutationen analysiert. Sprich, wir haben versucht, anhand der in unseren Mitochondrien gespeicherten Mutationen die Zukunft der menschlichen Evolution zu bestimmen. Aha. Da sie die Entwicklung von Eva bis zu unseren Müttern lückenlos abbildet, zeichnet sich eine exakte und universelle Karte unserer genetischen Vergangenheit. David, wartet, Adam. Wir sollten aufbrechen. Ja, sofort. Ich bin ja gleich fertig. Das Interesse daran ist, dass sich die Probe mit unseren evolutionären Zukunftsmodellen deckt. Wir haben es hier mit jemandem zu tun, der unsere genetische Entwicklung zumindest einen Schritt voraus ist. Ist Ihnen klar, was das alleine für die Medizin bedeuten könnte? Sie halten einen lebenden, atmenden Nobelpreis in den Händen. Allerdings kann ich nicht beurteilen, ob es sich um einen natürlichen Evolutionssprung handelt oder ob der Fötus während der Schwangerschaft manipuliert wurde. Eines steht jedoch fest, die Mutter dieser Person hatte keine derartige Mutation. Die Mitochondrien lügen nicht. Was auch immer das ist, ich habe keinen blassen Schimmer. Kannst du nicht mal aussprechen. Na gut. Damit die gute Bitte, Frau... Adam, ich bin schon nervös genug. Dann los. Geh. Warnung. Zugang nur für autorisiertes Personal. Und lass mich mal drücken. Was hast du vorhin gemeint, Mac? Worauf bist du gekommen? Vergiss es. Ich bin nur etwas nervös. Sollte ich vielleicht etwas wissen über dieses Labor? Über Seraph? Meg! Warte hier. Wir haben immer noch biochemische Fluktuationen auf den künstlichen Durchflusszellen. Okay. Aber die verstärkten Neuropeptiden aus dem Padded Cluster könnten unsere Kalibrierung stören. Stimmt. Sehe ich mir gleich an.
Ich fasse es nicht, dass du nach David gefragt hast. Du warst lange genug hier, um zu wissen, Eric, wir weichen mir doch nicht aus, oder? Das würde ich nie tun, Dr. Reed. Ich glaube, ich weiß, warum die Clans Messwerte abweichen. So viele Peptide? Ich denke, die Auflösung des Clia-Gewebes nach dem Splicing des Repressor-Proteins ist die Ursache. Mit einem besseren Zytometer. Könnten wir eine genauere Messung vornehmen, um das Theorie bestätigt? Ich werde mit David darüber reden. Wenn er es bei Page Industries bestellt, kriegen wir vielleicht einen Kaffeeautomaten dazu. Du machst dir zu viele Gedanken, Adam. Wir leisten hier gute Arbeit. Wir helfen den Menschen, ihre physischen Grenzen zu überwinden. Ja, sofern sie für das Verteidigungsministerium arbeiten. Wir sind nicht alle Soldaten. Wir arbeiten mit Lehrern, Ärzten, Bauarbeitern. Verdammt! Vorsicht, Eddie. Die Kisten sind mehr wert als dein Geld. Schon gut, schon gut. Nia, sind sie soweit? Für Washington. Ha. Ah, Dr. Reed. Das ist General O'Neill. Dr. Sevchenko sagte mir, Sie machen Fortschritte mit dem Taifun. Ja, vor allem dank Vasili. Wie ich schon sagte, Sir, der Taifun hat ein modifiziertes Kampfchassis, das auch ich benutze. Allerdings habe ich das Design verbessert und verwende als Treibladung für die Stahlkugeln Mikroladungen. Und das Rückstoßproblem? Ist gelöst durch kinetische Ableiterwiderstände. Hier, sehen Sie. Fangen Sie an. Ups. So muss. Beeindruckend. Wann ist das System fertig? Ich muss leider los. Aber Vasili hat alle Details, General. Natürlich. Wir müssen noch an der Präzision des Taifuns feilen. Du hast recht. Jeder Lehrer wäre von diesen Dingern begeistert. Du willst es nicht verstehen. Rüstungsaufträge sind notwendig. Aber Augmentierungen, die das Denk- oder Reaktionsvermögen optimieren, sind eine Verbesserung. Für alle Menschen. Das predigt David schon seit Jahren. Ja, alles nur Gerede. Er ist ein guter Mensch. Gib es zu, Adam. Ein Teil von dir mag ihn. Ich mag jeden, Dr. Reed. Ja, klar. Ich glaube, sie glaubt ihm nicht. Wohin musst du? Dianes Büro. Sie braucht einen Schlüssel, damit sie Kubrick Gassi führen kann. Er ist ziemlich groß geworden. Wirft ständig meine Pflanzen um. Hat er die Vase schon geschafft? Ich habe sie weggestellt. Und ich habe den Garten eingezäunt. Wie du es immer machen wolltest. Ja, ich bin nie dazu gekommen. Tut mir leid. Mir auch. Und nicht nur das. Adam. Da ist etwas, das... Guten Abend. Pritchard. Na? Alle bereit für die Reise? Da ist Farida. Ich sollte mich beeilen. Wir sehen uns am Helipad, Adam. Sicher. Hab ich Sie unterbrochen, Jensen? Ist die Firewall schon repariert? Man kann eine Firewall nicht reparieren. Man sucht die Hintertür und verriegelt sie. Und ist sie verriegelt? Ja, ist sie. Wollen Sie wissen, wie? Oh, Moment. Ich vergaß. Ex-Bulle. Sie würden es nicht verstehen. Ex-Sword. Und Sie wären überrascht. Hat Sarah sie auch herbestellt? Athena, ich soll ihr zeigen, wie man die implantierten Ordnungsgeräte unserer Wissenschaftler überwacht, falls ihre Sicherheitspläne in Washington nicht ausreichen. Sie werden. Gentlemen, schön, Sie beide zu sehen. Gehen Sie gleich rein, Adam. Er wartet schon. Das ist der modernste GPL-Tracker, den es gibt. Er sendet alle 10 Schritte. Ich will Hugh Darrow in Washington an meiner Seite. Der Mann kommt nicht einfach so. Er ist Nobelpreisträger. Die Senatoren lieben ihn, Lyle. Die Anhörungen werden mit ihm viel reibungsloser verlaufen. Morgen ist ein großer Tag für uns. Ist alles vorbereitet? Ja, Sir. Die Capitol Police bringt uns zum Hill und dann übernimmt der Federal Protective Service. Gut, gut. Wie hält sich Ihr Mädchen? Sie ist nervös. Sie muss denen nur ihre Forschungsergebnisse zeigen. Hat sie es Ihnen erklärt? Wissenschaft ist nicht gerade meine Stärke, Boss. Es ist unglaublich. Da beschuldigen uns diese Puristen, in den Lauf der Natur einzugreifen. Dabei hat Megan nur entdeckt, wie man das Potenzial in unserer eigenen DNA nutzbar machen kann. Das ist sicherer und einfacher als alles, was Hugh Darrow je zustande gebracht hat. Umgebungsfehlfunktion. Labor unter Sektion 6. An alle Laborleiter, bitte sofort melden. Wir gehen besser keinerlei Risiko ein. Nicht heute. Nehmen Sie meinen Aufzug nach unten. Kennen Sie den Code? Ja, 0451. Was ist da los?
Athena, jemand soll diesen verdammten Lärm abschalten. Ja, Sir. Okay. Gibt es hier noch irgendwas, was wir uns da anschauen können, bevor wir da runtergehen? Sieht nicht so aus. Oh, hier. Lecker Feuer. Was ist denn das für ein Buch? 0451. Ja, ich hab begriffen. Dankeschön. Okay. Aber eine riesige Stadt. Chicago, Chicago. Ja, okay. Aha. Und alles gut? Wir müssen wissen, was da los ist. Nehmen Sie meinen Aufzug. Ja, ist ja okay. Oh, dass ihr mal alle so im Stress seid. Ist doch kein Actionspiel hier. Na gut. Dann, was war das? 0451.